Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du mich gefunden hast. Du findest bei mir Workouts, Pilates und Stretching. Wenn du gerade am Anfang deiner Fitnessreise bist, dann ist dieses Training genau das Richtige für dich, denn ich habe Anfängerübungen zusammengestellt, mit denen du deine Beine und deinen Oberkörper sowie deine Arme trainieren kannst. In der Vorschau siehst du schon, mit welcher Übung wir starten. Stell dich dafür hüftbreit auf, die Zehen zeigen gerade nach vorne und dann gehen wir mit gebeugten Knien immer einen Schritt zur Seite und wieder zurück. Wenn du eine Matte hast, kannst du so wie ich einmal von der Mitte aus starten und dann bis zum Rand gehen. Halte deinen Rücken lang gestreckt und die Bauchmitte fest. Sehr gut, schön tief in die Kniebeuge. Wir bleiben die ganze Zeit unten. Gleich hast du es geschafft. Super, hier in der kurzen Pause siehst du, mit welcher Übung es weitergeht. Wir stellen die Füße etwas weiter auf, gehen eine Kniebeuge und boxen nach vorne. Um die Kniebeuge richtig auszuführen, schick deine Knie genau in die gleiche Richtung wie deine Zehenspitzen, schön nach außen und hab das Gewicht auf den Fersen. Wir möchten den Po immer weit nach hinten bringen. Und der Rücken bleibt natürlich wieder schön lang. Sehr gut. Dann geht's auch gleich schon in die nächste Übung. Wir federn einmal mit den Beinen und tippen dann mit dem Fuß zur Seite. Super. Zweimal federn und einmal zur Seite. Hier auch wieder das Gewicht hinten auf den Fersen. Der Oberkörper ist aktiv mit dabei. Wenn du die Übung ein bisschen langsamer ausführst als ich, ist das vollkommen in Ordnung. Geh einfach in deinem Tempo mit. Schön gerade die Knie nach vorne, dass sie nicht zusammen x'en. Super. Für die nächste Übung halte dich an der Wand fest oder an einem Stuhl, was du gerade da hast. Wir machen einen großen Schritt nach hinten und der Fuß kickt dann weit nach vorne. Auch hier überhaupt kein Problem, wenn du es langsamer machst. Mit der Zeit wirst du merken, wirst du stärker und auch schneller. Sehr gut. Super. Das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Achte darauf, dass du den Schritt groß genug nach hinten machst, dass wir ungefähr einen 90-Grad-Winkel in den gebeugten Knien haben. Sehr gut. Nochmal nach vorne kicken. Gut gemacht. Für die nächste Übung kannst du in den Vierfüßlerstand kommen und auf die Unterarme gehen. Dann hebst du dein rechtes Bein in die Luft. Das Bein ist gebeugt und der Fuß ist geflext, sodass du das Gefühl hast, du drückst die Decke über dir noch ein Stück weiter nach oben. Hier müssen wir auch wieder den Rücken lang halten. Das schaffen wir, indem wir die Bauchmuskulatur aktivieren. Unser Ziel ist, dass der Oberkörper ganz ruhig bleibt. Sehr gut. Nach der Pause geht es dann auf der anderen Seite weiter. Der Muskel, der das Bein hier hochzieht, ist unser Gesäßmuskel. Also versuch ihn ganz bewusst dafür auch zu benutzen. Genau, spür, wie der Muskel arbeiten muss. Sehr gut. Nur noch ein paar Wiederholungen.
Gut. Dann stützt dich auf die Hände hoch. Lauf mit jeder Hand ein Stück weiter nach vorne. Spann dann deine Bauchmuskeln wieder an und bring dein Becken so weit vor, dass deine Knie, Hüften und Schultern eine lange Linie bilden. Sehr gut. Wichtig ist, dass du nicht zu weit runter gehst mit dem Becken. Wir wollen hier nicht durchhängen im Rücken, sondern die Spannung in dieser geraden Linie halten. Alles klar, dann kannst du dich auf den Rücken legen. Wir arbeiten an der Bauchmuskulatur weiter. Heb beide Beine in die Luft. Vielleicht kennst du die Übung unter dem Namen Fahrradfahren. Wichtig ist jetzt, dass du die Lendenwirbelsäule fest auf dem Boden lässt. Du kannst den Kopf entweder liegen lassen oder mit anheben, so wie es für dich angenehmer ist. Gut, bring die Beine nur so tief runter, wie du das mit dem Bauch und dem Rücken halten kannst. Sehr gut. Dann nimm deine Finger unter das Gesäß, so dass du unterstützen kannst, dass der Rücken auf dem Boden bleibt und du nicht in ein Hohlkreuz fällst. Und hol ein bisschen Schwung mit den Beinen und zieh die Füße zur Decke, bis das Becken in die Luft kommt. Du musst hier nicht so weit hochkommen, wie ich das mache. Ein paar Zentimeter reichen vollkommen aus. Acht Sekunden noch. Das ist für unsere unten liegende Bauchmuskulatur. Super. Wir bleiben in der gleichen Position. Lassen einfach ein Bein nach vorne absinken. Und hier ist auch wieder wichtig, dass du mit dem Bauch dagegen hältst. Mit dem Ausatmen senkt das Bein ab und mit dem Einatmen holst du es wieder hoch. Sehr gut, denn die Atmung unterstützt uns dabei, die richtige Muskulatur zu benutzen. Gut, dann komm auf die Seite, stütz dich auf dem Unterarm ab. Das untere Bein haben wir gebeugt, das obere ist gestreckt. Atme tief ein, mit dem Ausatmen bringst du die Hüfte nach oben, der Oberkörper schön aufgerichtet. Sehr gut. Für den Anfang kannst du hier diese Position einfach halten. Wenn du schon ein bisschen weiter bist, dann darfst du die Hüfte auch immer wieder absenken und neu hochheben. Super. Das gleiche passiert auch auf der anderen Seite. Atme tief ein und mit dem Ausatmen komm mit Spannung im gesamten Oberkörper nach oben. Bauchmuskeln aktiviert, zieh die Schultern nach hinten und leg die Hand entspannt auf dem Oberschenkel ab. Entweder bleibst du jetzt hier in der Haltung oder du fängst an, mit der Hüfte wieder rauf und runter zu gehen. Sehr gut. Dann können wir wieder in den Vierfüßlerstand kommen. Diesmal bleiben wir auf den Händen und haben eine vereinfachte Liegestütze. Dafür nimm die Hände etwas weiter auseinander. Und bring dann die Nasenspitze vorne zwischen die Finger. Genau. Der Rücken bleibt lang. Und wir ziehen mit dem Kopf wirklich weit nach vorne. Super, gleich hast du es schon wieder geschafft. Wir bleiben im Vierfüßlerstand und heben jetzt abwechselnd einen Arm und ein Bein in die Luft. Wir beginnen mit dem rechten Arm und dem linken Bein. Aktiviere dafür wieder deine Mitte. Halt den Rücken lang gestreckt. Atme aus und bring Arm und Bein in die Luft.
Hier arbeiten wir an der Rumpfstabilität, an der Balance, an der Rückenmuskulatur. Schultern und Gesäß sind auch wieder mit dabei. Schön gerade bleiben. Nach der Pause wechseln wir dann die Seiten. Dann haben wir den linken Arm und das rechte Bein. Atme ein und mit dem Ausatmen kommen wieder Arm und Bein in die Luft. Dein Rücken bleibt ganz ruhig. Wenn du merkst, dass du hier in ein Hohlkreuz kommst, benutze deine Bauchmuskeln, um dagegen zu halten. Noch 3 Sekunden. Super gemacht. Dann kannst du dich auf den Bauch legen. Es ist die gleiche Übung, einfach im Liegen. Wieder mit dem Ausatmen Bein und Arm diagonal in die Luft heben. Halt deinen Nacken jetzt lang. Das ist ganz wichtig. Dein Kopf ist die Verlängerung deiner Wirbelsäule. Und ausatmen hoch. Hier wechseln wir Arm und Bein immer ab. Sehr gut. Auch die nächste Übung ist wieder für den Rücken. Das ist unsere letzte Übung. Danach hast du das ganze Training absolviert. Streck deine Arme dafür nach vorne aus und bring sie dann in einer Schwimmbewegung über die Seite zum Körper heran und führe sie wieder nach vorne. Wenn du die Arme über die Seite nimmst, zieht der Rücken ein bisschen weiter hoch und darf dann wieder ablegen, wenn die Arme nach vorne kommen. Die Beinmuskeln sind auch fest. Sehr schön, du hast es geschafft. Das war unser Anfängertraining. Ich hoffe, es hat dir gut getan, es hat dir gefallen. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann bekommst du auch alle neuen Videos von mir mit. Drück dafür auf jeden Fall dann auch noch auf die Glocke und schreib mir doch ein Feedback in die Kommentare. Darüber würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal.